Was passiert, wenn man die Erleuchtung erlangt und dann stirbt? Diese Frage wurde mir zugesandt. Diese möchte ich nun beantworten. Zuerst möchte ich über Erleuchtung sprechen, was diese gemäß meiner Tradition bedeutet. Und dann, was passiert, wenn man diese hat und stirbt? Und was passiert grundsätzlich, wenn man stirbt? Zuerst, vielleicht fangen wir auch in der anderen Reihenfolge an. Also zuerst, was passiert, wenn man stirbt? Das vedische Wissen erklärt ganz einfach und ganz klar, dass der Körper nur die Hülle ist, das Kleidungsstück, dass wir die Seele sind, das spirituelle Wesen, das in diesem Körper lebt. Ganz einfache Philosophie, ganz einfache Annahme. Also diese Körper-Geist-Dualität ist da voll gegeben. Sterben heißt, die Seele verlässt unwiderruflich den Körper. Wir werden weiter existieren als bewusste, individuelle Entitäten oder Personen. Wir werden weiterhin ein Selbstbewusstsein haben, eine Erkenntnis unserer Existenz und werden gemäß dem Karma, das heißt der Lebensweise, die wir jetzt verfolgt haben, in diesem Leben einen weiteren Körper bekommen. Ja, wir schaffen mit den Handlungen dieses Lebens den Körper und das Leben im nächsten Leben, in der nächsten Existenz. Erleuchtung würde heißen, dass man sich voll und ganz als seelisches Wesen versteht, dass sich diese körperliche Identifikation, körperliche Abhängigkeit transzendiert habe und mich erlebe als das, was ich bin, eben als spirituelles Lebewesen, als Seele. Wenn das der Fall ist, dann versteht man auch, dass man als Seele nicht in diese materielle Welt gehört, sondern in eine spirituelle Welt, in eine seelische Welt, eine Welt, die der Seele angemessen ist und entspricht. Und man strebt an, in diese Welt zu gehen, weil diese spirituelle Welt viel, ja, besser ist, in jeder Hinsicht besser ist als die materielle Welt. Die materielle Welt ist nur dafür da, dass jeder verwirrt durch das falsche Ego, also verwirrt durch die falsche Identifikation, indem man eben, wodurch man glaubt, etwas zu sein, was man nicht ist, seine egoistischen Wünsche ausleben möchte. Das ist das Prinzip der materiellen Welt. Aber das Prinzip der spirituellen Welt ist das der selbstlosen Liebe. Dort handeln alle im Einklang mit dem zentralen, absoluten und höchsten Wesen, das wir Gott nennen. Im Vedischen nennt man ihn Krishna. Er hat ein Bewusstsein, er hat einen Willen, er hat Vorlieben, könnte man sagen. Und alle Seelen können in seiner Realität sein oder in der spirituellen Welt, weil sie gemäß seines Wunsches, seines Willens, eben seiner Person und seiner Existenz entsprechend handeln. Ja, dann kann man in dieser Welt leben. Wenn man in der spirituellen, wenn man gegenteilig handelt, kann man nicht in der spirituellen Welt leben. So gemäß unserer Lebensweise kann man auch, können wir in einer Realität leben. So, wenn man voll versteht, das ist eben Erleuchtung. Ich bin eine Seele und als Seele bin ich ein göttliches Teil und strebe an, wieder in diese spirituelle Welt zu kommen, beziehungsweise Erleuchtung oder wenn wir mal sagen, der vollkommene Zustand, kommt darauf an, wie man Erleuchtung auch definiert. Ist Erleuchtung nur eine Teilerkenntnis oder schon die vollkommene Erkenntnis oder die vollkommene, nicht nur die Erkenntnis haben, sondern auch entsprechenden Lebensstil, entsprechende Positionierung als Seele in einer entsprechenden Realität. So, wenn wir nun als von Erleuchtung, als dem vollkommenen Zustand sprechen, dann wäre das die liebevolle, transzendentale, persönliche Beziehung mit Krishna oder dem absoluten Wesen, wodurch man auch qualifiziert wird, nach diesem Leben in die spirituelle, jenseitige, also jenseitig in Bezug zur kompletten materiellen Welt, nicht nur jenseitig in Bezug zu unserem menschlichen Leben, dann würde man in seine Realität gehen können, weil man qualifiziert ist, wieder dort sein zu können. Ist das nicht der Fall,
hat man, wenn man keine Erleuchtung hat, dann bleibt man in der materiellen Welt so lange, bis man das vollständig verstanden und gelernt hat. Ja, so, also Erleuchtung heißt zu verstehen, ich bin ein dienendes, liebendes, göttliches Wesen, ein Teil von Gott, vom absoluten Wesen von Krishna. Das ist die Erkenntnis, also das muss man erkennen, das muss man erleben, das muss man auch erfahren. Das revolutioniert oder ja, das überwindet unsere egoistische materielle Identität, wodurch wir nicht mehr in der materiellen Welt bleiben müssen. Und nachdem wir dann diesen Körper verlassen haben, können wir auch die spirituelle Realität erreichen, müssen nicht wieder geboren werden, müssen nicht wieder in die materielle Welt zurückkehren. So, das ist der Weg des Bhakti-Yoga, den wir praktizieren, der vedische Weg. Wir machen das, indem wir uns mit vedischen Schriften, wie zum Beispiel der Bhagavad Gita, beschäftigen und indem wir den Hare Krishna Mantra chanten. Mantra ist, was den Geist befreit. Ein Mantra ist das, was uns in diese höhere spirituelle Realität bringt. Und man muss einfach nur diesen Mantra sprechen, den Hare Krishna Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Einfach sprechen und immer wiederholen, einfach zuhören, dadurch wird man die Erleuchtung erlangen. Sehr einfach und sehr effektiv. Und wir können das erkennen, dass wir diese Erleuchtung oder den vollkommenen Zustand erlangen, weil es ist ja nicht entweder bin ich erleuchtet oder ich bin nicht erleuchtet, sondern das ist ein Prozess und wir merken, wenn wir das praktizieren, und ich praktiziere das schon seit ein paar Jahren, dass eine Veränderung stattfindet, dass wir merken, erleuchtet zu werden. Wir werden Stück für Stück mehr und mehr erleuchtet. So wie die Sonne morgens aufgeht und es von Moment zu Moment heller wird, so wird man auch Stück für Stück mehr erleuchtet mit dieser transzendentalen Energie, wenn man diesen Lebensstil anwendet. So, aufgrund meiner Erfahrung, dass ich merke, dass ich Stück für Stück erleuchtet werde und dass ich schon viel Erleuchtung erfahren habe in der Zeit, seit der ich das praktiziere, natürlich noch sehr viel lernen muss, da steht noch viel an, aber aufgrund meiner Erfahrung bis jetzt, kann ich sagen, ja, das funktioniert, das ist echt. Das, was diese vedischen Schriften beschreiben, das kann ich akzeptieren, das kann ich glauben, weil das funktioniert bei mir. Es macht mich. Und was sind die Symptome von Erleuchtung? Es ist Glück, es macht mich glücklich, es löst meine weltlichen Probleme, die meistens auch nur im Kopf sind, weil durch den Mantra wird ja der Geist gereinigt. Es macht mich ausgeglichener, es macht mich intelligenter, weiser. So viel Wissen manifestiert sich. Man bekommt Selbsterkenntnis, man versteht, wer bin ich eigentlich und wer bin ich auch nicht? Wer glaube ich zu sein, was ich aber gar nicht bin? Wir haben ja so viele Scheinidentitäten, wir tragen so viele Masken, wir haben so viele Vorstellungen von uns, die gar nicht der Realität entsprechen. Und wir haben so viele Bestrebungen, etwas zu sein, wovon wir nur denken, dass das was Tolles und Gutes ist. Ja, so wäre ich gerne und das wäre gut und wir streben das an und bemühen uns mal so zu sein, wie entweder ein Vorbild oder ein selbst ausgedachtes Vorbild. So, das durchschaut man auch, dass man sagt, nee, so möchte ich eigentlich nicht sein. Man versteht, wie man eigentlich wahrlich sein möchte. Dass man ein transzendentales, demütiges, weises, intelligentes Wesen sein möchte. Dass man selbstlos sein möchte, dass man voller Liebe sein möchte für alle Wesen, dass man dabei helfen möchte, dass andere glücklich sind. So unser Projekt für dieses Leben wird voll manifestiert und etabliert durch dieses Wissen und durch diese Weisheit, wodurch ich weiß, wofür bin ich eigentlich da? Für was kann ich mein Leben und meine Zeit und Energie eigentlich verwenden, was wirklich wertvoll ist? Und nicht meine Zeit verschwenden mit den wertlosen Dingen. Ich stecke so viel Energie und Zeit in die Hirngespinste meines Geistes, meiner Wunschvorstellungen. Und ich wünsche mir das nur, weil ich ja das irgendwo gelernt habe, dass das gut ist oder gehört habe, weil ich so aufgezogen wurde, weil das mein soziales Umfeld so vorgibt.
aber eigentlich sind das keine tollen und guten Dinge. Wir sind ja zum Teil Produkte unseres sozialen Umfeldes. So, das kann man, wird man auch reflektieren, sagen, okay, wie viel von dem, was ich eigentlich bin und was ich möchte, ist eigentlich nur eingepflanzt von diesem sozialen Umfeld? Wie viel davon will ich eigentlich und wie viel kann dem Test der Weisheit überhaupt standhalten? Wenn ich diese Weisheit mehr kultivieren verstehe, soll ich mit dieser alle Bereiche meines Lebens erleuchten und beleuchten und dann sehe ich ganz klar, was ist was. Nun, in der Dunkelheit meines Unterbewusstseins und meiner Gewohnheiten, ja, da haben sich so viele Wünsche manifestiert, die nun mein Leben dominieren. Aber wenn ich dann eben mit diesem Fackelschein des Wissens in diese dunklen Ecken hineinleuchte und sehe, was das eigentlich für Geschöpfe sind, die ich da geschaffen habe, dann kann ich sehen, sind die gut oder sind die schlecht. So, Erleuchtung heißt, ja, warum heißt das Erleuchtung? Weil Licht mit Wissen gleichgesetzt wird. Oder ein Aphorismus ist. Ein gutes Beispiel ist, weil Wissen ist wie Licht. Wenn man in Unwissenheit ist, ist man wie in Dunkelheit. Und diese Dunkelheit wird eben mit dem Fackelschein des Wissens überwunden und auf einmal sieht man klarer. So, diese Erleuchtung ist Erkenntnis. Ja, Erleuchtung in Bezug eben zum Licht des Wissens, das mir die Erkenntnis bringt und ich kann wahrlich erkennen. So, das werden wir auch erleben, wenn wir diesen Hare Krishna Mantra meditieren. Er macht uns weise, er macht uns klar, er macht uns stark, er macht uns wahr, er macht uns glücklich, freudvoll, sympathisch, charismatisch und gibt uns eine Mission im Leben, einen Wahnsinn im Leben. Und wir erleben Stück für Stück, dass es funktioniert, weil diese Dinge wirklich kommen und es zu uns zu einem besseren Menschen und letztendlich zu einer wahren, ja, göttlichen Seele macht. Wenn dieser Prozess dann abgeschlossen ist, wird man qualifiziert, in eine komplette Welt dieser Erkenntnis und Wahrheit und dieser Energie zu gehen. Dann ist man eben wieder qualifiziert und muss nach diesem Leben nicht wieder verkörpert werden. Man mag sagen, was ist denn so schlimm damit? Ist doch normal, gehört doch dazu. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist das Physische und der physische Körper ein Gefängnis für die freie Seele. Als Seelen sind wir eigentlich frei. Wir sind glücklich, wir sind voller Wissen, wir sind voller Ewigkeit und auch voller Freiheit. Doch das ist uns nun verwehrt, das ist uns nun genommen, das haben wir uns selbst praktisch genommen, indem wir uns auf das materielle, physische, vergängliche aufgrund egoistischer Wünsche und Bemühungen limitieren. Indem wir uns unser Bewusstsein nur auf das Physische richten, weil ich denke, das macht mich glücklich, das stellt meine Sinne zufrieden, damit limitieren wir uns, begrenzen uns, schränken uns ein und führen uns selbst in diese Illusion hinein. So, deshalb, diese Mantra-Meditation klärt unser Bewusstsein und wir werden erleuchtet, wir verstehen, was ist was und können unser Leben wirklich selbstbestimmt führen. Unabhängig von all den Konditionierungen, die wir schon erlebt haben, das wird hinausgewaschen wir werden auch unabhängig von unserem sozialen Umfeld. Wir mögen das Gute noch nehmen, wo wir sehen, ja, das ist wirklich gut, aber das Schlechte können wir ablehnen. Wir sind keine Produkte mehr unseres teilweise irregeführten Umfelds. Ja, und wir können dann wirklich mehr und mehr selbstbestimmt handeln, eigenverantwortlich handeln und selbstbewusst handeln. So, das war meine kleine Ansprache zu dieser Frage, was ist Erleuchtung und was passiert dann nach diesem Leben? Also wenn man die wahre Erleuchtung hat, muss man nicht wieder in der materiellen Welt geboren werden und kann in die spirituelle Welt gehen. Wie gesagt, das habe ich noch vergessen, der materielle Körper, die materielle Existenz ist deshalb abzulehnen, weil wir Leid erfahren können, weil wir anderen Leid zufügen können, weil wir nicht in der wahren Realität leben, weil wir eben limitiert werden.
Ja, der Körper bietet so viele Möglichkeiten für Leid, dass das nicht notwendig ist, das an sich nicht notwendig ist. Und eine freie Seele erfährt das nicht. So wahre Erleuchtung, wahres, wir nennen das Krishna-Bewusstsein. Ja, in unserer Tradition sagen wir Krishna-Bewusstsein, das ist praktisch das Wort für Erleuchtung, hat nur einen persönlicheren Touch. Wird man qualifiziert, auch in diese spirituelle Realität zu gehen und muss eben nicht mehr wiedergeboren werden und wird dann ein transzendentales Lebewesen. Hare Krishna. Wenn ihr mehr wissen wollt über die transzendentale Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins, dann kann ich euch den Bhakti-Club empfehlen. Wir haben nun eine neue Plattform, auf der ich exklusive Inhalte anbiete, wie Videos und Kurse und eine digitale Sadhu-Sangha. Geht einfach auf www.bhakti-club.de und registriert euch dort. Dann könnt ihr Einlass bekommen in eine spirituelle, digitale Welt. Ich freue mich auf eure Gemeinschaft. Hare Krishna.